Team hat sich am Haupttor versammelt. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Und die mussten über ein Jahr lang warten. Ja, so ein Pech aber auch, wa? Ja, stell dir mal vor, das wäre jetzt im realen Leben so gewesen. Okay, wir sind bereit aufzubrechen. Ja, also warten wir erstmal, bis er da ist. Ein Jahr später. Er ist immer noch nicht da. Und das Monster hat schon die Weltherrschaft übernommen. Wir verpassen noch die Wanderung. Hey, hey, hörst du das? Hörst du das? Ist das der Wind? Nein, ist das nicht. Das ist der Rap. Was ist das? Das ist halt krass, wie viele Legianes es gibt, oder? Ja. Da krieg ich Gänsehaut. Und das ist auch ein Legianer. Alter, die Katze ist beeindruckend. Oh mein Gott, so geil. Eisborne. Wir sind mit unserem Team Rocket Race Luftballon unterwegs. Jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter. Moment mal, wie fliegt das Schiff denn? Na super. Ey Nils. Ja. Ton und so ist gerade bei mir. Ton und Bild ist jetzt gerade bei mir asynchron. Ja, wer hätte es gedacht? Eine Insel mit zwei Bergen und mit beiden tiefen Meeren. Wir fliegen! Die Facettenaugenbrille, ey. Oh wow. Wir sind in Schnee und Eis. Jetzt sag mir bitte, dass es nicht mehr asynchron ist. Schnee an. Oh, und es ist so kalt. Du hast ja auch kein Pullover an. Alter, wer hier kurzärmlich ist, muss sich nicht wundern, dass demjenigen kalt ist, ja. Aber was sagst du zur Schneelande? Geil, Mann. Natürlich, ich hab vergessen zu saufen. Tannenbäume. Mammuts! Pepe! Popo! Die Popodrome. Ja, die heißen ja eigentlich Popos. Aber in Deutschland heißen sie Pepe. Das sind Tobi Gardacci-Weibern. Das Mammut. Es ist am Leben. Ich will mir das Fell ansehen. Und ich liebe es. Oh, guck mal das kleine Popo-Baby an. Warte mal, hier ist noch ein Fragezeichen-Monster. Wo? 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 Ah, da. Ich sehe bisher nur Popos. Und ich sehe eine X-markierte Stelle. Was bedeutet die? Ein eingefrorenes Popo.
Ein Schneehai. Das ist das erste Monster, was wir bekämpfen dürfen. Oh je. Beotodus. Ja, bei mir kommt das jetzt auch erst. Na dann, ciao, ich hau ab. Ich bin von der Expedition zurückgekehrt. Ich kehre auch gerade zurück und mich greift der Beotodus an. Ah. Seine Beine. Das ist sehr gut. Er schlägt. Nicht mehr angreifen. Warte, ich suche Bomben. Beeilen wir uns. Ich glaube, ich habe keine Bomben. Ich aber. Na dann. Okay, greif an. Oh, das war so, nicht so typisch. Da ist er. Wenn du bereit bist, sag Bescheid, dann lege ich Falle. Leg Falle. Kannst. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wie schnell waren wir? Mit Robert habe ich über 20 Minuten gebraucht. Das kommt mir viel weniger vor. Ja, mir auch. I'm really, really interested right now. Mist, ich wollte noch was in Schnee zeichnen. Aber kein Penis. Elf Minuten? Wie gut waren wir bitte? Ich habe zwei große Weihwan-Edelsteine bekommen, ne? Bio, ich würde sagen, wir haben uns sehr gut vorbereitet. Ja, sehr gut kann man das nicht nennen, aber wir waren sehr, sehr flexibel und haben gut teammäßig agiert. Das ist das Eisdorf. Lasst mich euch erneut für eure gute Arbeit bei der Erkundung danken. Der Ort, den ihr gefunden habt, ist perfekt. Gehärtete Monster. Auf hochrangigen und Meisterrang-Expeditionen kannst du Spuren von sehr starken Monstern finden, die als gehärtete Monster bezeichnet werden. Wenn du gut genug von diesen Scheiße. Frühlingsevent. Im Winter. In der Eisdiele. Im Eisdorf. Mit Eichhörnchen. Achonken. Hab die nass gemacht? Ja. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin tot. Wir gehen mal jetzt Bambaro therapieren. Da mache ich den so klein wie ein Hamster. Da trage ich mit mir rum. Du willst doch nur den Bambaro haben. Ja, so klein wie ein Hamster. Es ist der kommt dann in meinen Hamsterkäfig und dann schreibe ich meinem Tagebuch und dann sage ich so, ja, und morgen wird's noch teurer. Stimmt's, Bambaro? Hecke? Was? Hast du nie Hamtaro geguckt? Nein. Da hat doch Laura mal in ihr Tagebuch am Ende der Episode immer reingeschrieben, ein Hirsch! Da hat sie immer in ihr Tagebuch am Ende der Episode reingeschrieben, was sie erlebt hat. Und Hamtaro hat dann auch mal gesagt, ja, mein Tavatar war auch immer toll. Ich habe dies und das gemacht. Und dann hat sie immer so gesagt, ja, und morgen wird der Tag bestimmt noch toller. Oder Hamtaro, Hicke? Nein, wir reden hier nicht von mir. Hä?
Wie sieht das überhaupt aus? Ja, es sieht schon wie Dena aus. Ich bin da mal weg. Du hast es gesehen? Säbelzähnchen. Der kommt viel zu früh. Guck mal gerade hier noch rum. Ich schwanke gerade echt, wo der sein könnte. Biotodus haben wir. Ist zwar schön und gut, aber wo ist Mr. Bambaro-Zeit? Oh! Der ist bei dir oben. Der ist unterhalb? Du schwebst bei mir gerade. Nils, wir müssen zurück. Nils? Was ist? Manchmal verfluche ich meinen scheiß Internet. And it help you to relax? Ja. Soll ich mal was sagen? Ich habe bei Monster Hunter wirklich so eine Kleidung gesehen, wo man auch zum Teil dann nackig ist. Darf ich dich was fragen? Jetzt. Ja. Wann hast du nochmal deinen Verstand verloren? Vor 2 Wochen. Da bin ich aufgewacht und war mit einer Ananas verheiratet. Einer hässlichen Ananas. Aber ich habe sie geliebt. Stein. Da, Stein. Nicht angreifen! It's Bambaro! It's Bambaro time! It's Bambaro time! When we charge together, it's much better. We like uprooting trees, crush, crush, crush. If they hunt for trouble, we won't let them. Fruit Wyvern's big adventures. Hunter's gone to hunt, let's go and have a pleasant walk. We can crush their armor, just be brutal with our rock. Watch out for those hunters, they are always on our tail. But if we charge them harder, we can make their quest fail. Revierkampf. Gegen ein unbekanntes Monster. Nein, das ist Biotodus. Wo ist er hin? Oh, da ist er. Alter, dieser Schaden ist heftig. Dass sie danach überhaupt noch leben können, das wundert mich jedes Mal. Die haben auch ziemlich viel Life. Irgendwer brüllt hier noch. Das ist der Biotodus gerade gewesen. Schon wieder. Das Problem ist, der Biotodus ist noch da. Er soll weggehen. Oder er soll noch einen Revierkampf machen. Für euch! Zweiter Teil des Horns gebrochen. Sehr schön. Bin drauf. Ich weiß zwar nicht, wie ich es geschafft habe, aber das war ein echt nicer Move. Oh mein Gott, die Hälfte weg. Alter, der springt ja auch ziemlich heftig. Ein Hoch, dass der Schädel noch angeweicht ist. Schaden, ey. 589 gerade. Hi, 196. Tschüss. Meine Nase juckt gerade so dermaßen. Oh, au! Oh, oh! Oh mein Gott! Ich hab noch einen klitzekleinen Strich. Sehr schön! Ich hab ihn. Ich drück uns ein Heißgetränk, weil unser Heißgetränk ist abgelaufen. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Weil ich habe ein Tutorial gekriegt. Aha! Oh. Was? Nein! Das ging schief. Nein!
Er schläft. Ich will mal was ausprobieren. Was machst denn du? Jo. Schlecht für ein Monster, das du nie zuvor gesehen hast. Der Konvoi sollte jetzt keine Probleme haben. Ich will mal was ausprobieren. Och, ich weck hier mal mit der Klammerklaue. Ja, wie war das bei dir? Du hast mit einer Klammerklaue getötet. Ja. Stimmt, einen Bambaro habe ich mit der Klammerklaue versehentlich gekillt. Ich gibt es auch noch. Meine Aufgabe ist die Sicherheit von allen. Ihr könnt euch entspannen, wenn ich aufpasse. Da wir jetzt alle Freundlichkeiten ausgetauscht haben, kümmern wir uns um unsere Aufgabe. Wir müssen herausfinden, warum die Legianer hierher gezogen sind. Weil es ja kalt ist. Und um das zu tun, müssen wir diese Legianer finden. Weil es denn kalt ist. Als erstes möchte ich das Feldteam zu einer Expedition in ein Gebiet schicken, das wir jetzt Raureifweite nennen. Nicht, wenn es kalt ist. Vielleicht findet ihr etwas über die Legianer-Wanderung heraus, indem ihr Spuren folgt. Das ist die einer der coolsten Sachen, finde ich. Du kriegst dadurch, kriegst da richtig viele coole Sachen, darunter auch ein Goldei, was dir halt Geld beschafft. Also das siehst du eigentlich auf der rechten Seite, was du für Gratis-Objekte hast. Aber ja, ich werde das nicht verwenden, weil ich da eher warte, bis ich den natürlichen Brennstoff voll habe. So, wir müssen jetzt alleine zur Raureifweite und da das nächste Monster, glaube ich, im Kampf antreten. Gut, du bist hier. Willkommen beim Dampfwerk. Der hier erzeugte Dampf ist auch ganz Selena. Was hält das Dampfwerk im Gang? Da seid ihr Jäger. Kommt zwischen den Jagd mal vorbei und fasst mit an, ja? Ich werde dafür sorgen, dass deine Hilfe belohnt wirst. Man muss seine Aufgaben erledigen, um Taschengeld zu bekommen. Ich sehe gerade, ich habe ein Riesenproblem. Geil. Ich muss einen Pukay Pukay erlegen. Warum? Und seinen Schwanz abernten. Warum läuft sie nicht schneller? Weil sie Stöckelschuhe anhat. Weil sie Stöckelschuhe anhat und auf Stöckelschuhen kann man nicht gut auf Eis laufen. Hi! Oh mein Gott, Stöckelschuhe! Ich beschütze euch! Ja, das heißt, läuft schon Satisfactory, die... Und? Und? Ich hau ab! Nils, wir müssten dann einmal ein paar Poké-Pokés erlegen. Meinst du normale Pokés? Ja, ich brauche einen Poké-Penis, Schwanz. Oh, ja, die Katzen Kleid an. Moment, haben die eigentlich immer ein Kleid an? Die Katzen? Ja. Nur während des Events. Vergiss nicht, hier ist gerade das Kirschblütenfest. Ich weiß, aber sie sieht trotzdem manchmal merkwürdig aus, wenn die aussehen, als hätten die ein Frauengesicht, ey. Sie sehen aus wie kleine Goldklöckchenmädchen. Goldklöckchen. So. Are you ready? I am Rette. Nein! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Beinahe? Ja, ich habe Plus statt Minus gedrückt. Deswegen so. Wir haben die Steine vergessen zu nutzen, ne? Oh. Jetzt deine Aufgabe. Oder soll ich machen? Ich habe gerade meine großen Fassbomben gefunden. Ich habe gerade meine großen Fassbomben erfunden. Du hast die anderen Flügel kaputt gemacht? Komm mal an seinen scheiß Schwanz. Hoppala. Ich habe gerade den Haken getötet. Nee, ich habe ihm noch einen Kopfschuss gegeben. Einen Kopfschlag. Und habe ich einen Penis bekommen? Nee, ich habe keinen Penis bekommen. Ich habe einen Flügel und ich habe einen Flügel. Ich kann verbessern. Ich nicht. Ich muss noch auf jeden Fall nochmal den Pokémon. Nee, du hast den mit der Klammerklaue getötet. Ja? Ja, weil der Treffer hat zwar gegolten von meiner Seite aus, aber der war jetzt nicht super stark.
Was passiert, wenn ich... Du dämliches Mistvieh! Okay, das war keine gute... Das war keine gute Idee. Hast du gerade Bomben aufgefüllt? Ich hab eine Kanonenkugel geschossen. Oh, du bist drauf? Ich habe vergessen auszuweichen. Er sagt nichts mehr. Was? Als ob das sich einfach schlafen legt. Bei mir hat's kurz geleckt, weißt du? Da war gerade der Hinblick-Animation, dann hast du den wieder gekillt. Ja, das war auch wirklich so. Das ist krass. Braune? Braune. Bist du... Are you stupid or something? Ich bin Lost, genau wie das Terrymann bei Digimon Cyber Sleuth. Okay, erst fangen bereit. Er humpelt weg. Schreck zurück. Schreck zurück. Mann, hier, platzieren. Werfen! Nice Teamwork. Du bist noch an einem Stück, Partner? Treffen wir uns dort, wo wir uns getrennt haben. Wir haben uns nicht getrennt, ich hab dich verlassen. Ich hab dich verlassen, um mit Niru weiterzujagen. Der ist der bessere Wildtier-Experte. Ich bin schwul. Okay, wir sind hier wohl fertig. Gehen wir. Wenn es der Jäger so random auf einmal raushaut, weißt du? Das wird nicht vergeben sein. Partner, pass auf dich auf. Ich bin schwul. Ja, mein Süßi. Der Grund für diesen Rückruf. Alles süß bei dir? Moment, wo ist unsere kleine Feinschmeckerin? Na, macht Spaß an meine Nippel zu kratzen. Selbst der weiß, dass sie ein Fressack ist. 100 oder 30 Schaden. Ich hab ihn schon mal ein bisschen bearbeitet. Und so. Oh, das hättest du sehen müssen. Wieso hast du einen Hammer? Hab ich doch gesagt, dass ich mitkämpfe mit dem Hammer. Nee, warte. Mein verdammtes Knie. Was hast du denn? Das war das Rotschatz. Ich hab ihn nicht getötet, das warst du. Ja. Okay.